Willkommen bei Pop-Up Science. Für den heutigen Experiment brauchen wir CDs, die man nicht mehr braucht, und Papier. Und ein Foto, um alles zu fotografieren. Diese Sachen, also eine Lampe, verbrauchte Küchenpapierrollen und eine Schere werden wir später brauchen. Wenn wir die CD in der Sonne halten, sehen wir Farben. Wie zum Beispiel jetzt gerade Rot, Pink, Türkis, Blau, Orange, Gelb und Lila. Man sieht es besser auf einem Papier. Dort sieht man sie. Jetzt sind wir im Dunkeln, weil wir das Experiment weitermachen. Wir machen ein dasselbe nochmal, nur mit Kerosinlicht. Wir haben hier eine stärkere Lampe mit besserer Qualität genommen. Jetzt brauchen wir die Küchenrolle, wie am Anfang gesagt, und die Schere. Wir machen einen Schlitz, geben die CD hinein und dann machen wir ein kleines Fenster. Jetzt haben wir es fertiggestellt und werden das Licht ausmachen und die Lampe, die wir gerade eben verwendet haben, einschalten, um durch dieses Loch zu schauen, dass wir sehen, wie gut man es jetzt sieht. Licht aus, Lampe ein. Das selbstgemachte Gerät hier reinstecken und das und dann das da macht eine Reflexion und dann sieht man es hier, die Farbe sehr, sehr schön und deutlich. Man sieht jetzt wirklich fast alle Farben vom Regenbogen.